Der Start in das Börsenjahr 2022 verlief alles andere als glücklich. Aktien, Anleihen und auch Kryptowährungen zeigten massive Kursverluste. Der dominierende Faktor dort war die Angst vor steigenden Zinsen und dem Ukraine-Konflikt. War es das jetzt fürs Börsenjahr oder kommen bessere Zeiten? Willkommen zu einer neuen Ausgabe Markets Monthly. Mein Name ist Sascha Otto. An der Grenze zur Ukraine sind 100.000 russische Soldaten aufgestellt. Die USA hat bereits Botschaftspersonal abgezogen. Die Welt hat momentan Angst vor einem Krieg. Dies allein wäre schon eine große Belastungsprobe für die Börse. Jetzt kommt aber noch ein weiterer Faktor hinzu. Russland als wichtiger Energielieferant könnte die Gaslieferung einstellen. Dies würde natürlich massive Preiserhöhungen zur Folge haben. In diesem aktuellen Umfeld, wo Inflation sowieso ein wichtiges Thema ist, würde das diesen Konflikt weiter verstärken. Die Notenbanken müssten in diesem Fall weiter mit steigenden Zinsen reagieren. Etwas, was die Märkte auf keinen Fall sehen wollen. Es ist also abzusehen, ob diese Eskalationsspirale sich fortsetzt oder ob es zu einer Deeskalation kommt. Was sind die weiteren Trends im neuen Jahr? Hier unsere Top 3. Trotz hoher Ansteckungsraten führt die Omikron-Variante momentan nicht zu einer deutlichen Belastung des Gesundheitssystems. Deswegen haben erste europäische Staaten damit begonnen, Lockerungen durchzusetzen. Dies kommt in der Wirtschaft sehr gut an und sollte die Konjunktur ankurbeln. Auch in China sieht es momentan recht gut aus. Wir haben dort keine größeren Ausbrüche, sodass die Lieferketten momentan noch nicht unterbrochen werden. Die Frage ist, ob das chinesische Neujahr und die Olympischen Spiele zu größeren Ausbrüchen führen und hier wieder Lieferketten unterbrochen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, ist das Thema Omikron an den Börsen aktuell abgehakt. Das Thema Lieferkettenproblematik scheint sich zurzeit zu entspannen. Die Preise für Fracht gehen momentan nach unten. Auch Produkte, die im letzten Jahr sehr knapp waren, wie zum Beispiel Chips, werden immer mehr verfügbar. Das zeigt sich zum Beispiel an den Quartalszahlen von Apple. Es wurden deutlich mehr iPhones produziert als erwartet. Das Management ist leicht optimistisch, dass auch in Zukunft deutlich mehr produziert werden kann als in den letzten Monaten. Die Diskussion um steigende Zinsen belasten auch die Kryptowährungen. So büßte der Bitcoin im Januar 20% ein. Die Kryptowährungen zahlen keine Zinsen. Deswegen werden natürlich auch die Anlagen in US-Dollar attraktiver, wenn die Zinsen steigen. Die Idee, dass Kryptowährungen genauso einen Inflationsschutz bieten wie Gold, hat sich momentan nicht bewahrheitet. Somit kann man auch nicht davon sprechen, dass Kryptowährungen als Krisenwährung fungieren. Diesen Ruf haben sie sich aktuell nicht verdient und bleiben daher weiterhin ein Spekulationsobjekt. Die Ukraine-Krise belastet momentan die Märkte und wird auch weiterhin den Takt an den Börsen vorgeben. Wenn wir das zur Seite schieben, bleibt das Thema Konjunktur und natürlich Zinsen. Wenn sich die Konjunktur weiter erholt, müssten die Notenbanken natürlich agieren. Dies ist aber aus unserer Sicht in den Kursen bereits eingepreist, da die Notenbanken sehr gute Arbeit bei der Kommunikation geleistet haben. Wir bleiben daher weiterhin optimistisch für die Aktienmärkte, gehen aber von einer erhöhten Schwankung aus. Ich wünsche ein glückliches Händchen an den Märkten. Bis zum nächsten Mal.